Einen wunderschönen guten Morgen hier aus meiner Küche und von meinem Kochkanal Soul Food by Silke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Morgen ist mal der Fall eingetreten, dass wir kein frisches Brot zu Hause haben oder keine gebackenen Brötchen oder keinen Hefezopf. Und deswegen haben sich meine Kinder American Pancakes von mir gewünscht. Und die mache ich jetzt mit euch. Wir brauchen gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen einfach Mehl, Milch, Eier, Backpulver, eine Prise Salz und Zucker. Und etwas Öl für die Pfanne und ich würde sagen, wir legen los. Für die Pancakes habe ich 250 Gramm Mehl abgewogen. Und hier kommt auch wieder mein Lieblingsgerät zum Einsatz, und zwar der Eiertrenner. Wir brauchen jetzt nämlich das Eiweiß getrennt vom Eigelb für den Eischnee, den ich mache. Ihr seht, das geht auch mit einer Hand. Wunderbar und geht nichts schief. Dann kommt ins Rezept ein Esslöffel oder eben zwei Teelöffel Zucker. Wir brauchen ein halbes Backpulver. Dann eine kleine Prise Salz. Da mache ich auch etwas ins Eiweiß und dann wird der Eischnee besser. Und rühre jetzt mal den Eischnee durch. So, und wenn der gut ist, der Eischnee, dann gelingt auch unsere Probe, dass er nicht rausklatscht. In den Pancake-Teig kommen 125 ml Milch. Und dann hebe ich noch den Eischnee. Vorsichtig runter, damit der Teig schon fluffig bleibt. Einfach nur immer unterziehen in so einer Kreisbewegung. Und dann können wir schon zu unserer Pfanne an den Herd wechseln. Wir haben jetzt Öl in die Pfanne gegeben und es ist warm. Und geben jetzt hier unsere Pancakes in die Pfanne. Und schon geht's los. Die Pancakes brate ich jetzt von beiden Seiten. Ich schätze mal so insgesamt 4 Minuten, bis sie schön goldbraun sind, und dann sind die nächsten an der Reihe. Meine ersten drei Pancakes sind jetzt fertig. Nun liegt es natürlich an euch, wie ihr die genießen möchtet. Entweder mit einer Nuss-Nougat-Creme obendrauf. Oder, wie ich sie gerne mag, hier mit Zimt und Zucker. Oder einfach nur mit einer leckeren Waldbeermarmelade. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Frühstücken. Das sind unsere fertigen Pancakes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Frühstück, einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel Arbeit dabei.